Okay, ihr habt so viel gelernt und jetzt ist es Zeit für die Abschlussprüfung, wenn ihr so haben möchtet. Wir schauen uns jetzt an, wie sich jetzt ein echtes Duell auswirkt. Es kommen dann später noch kleinere Kapitel hinzu, die sind allerdings unrelevant. Ja, gut, die Synchro-Beschwörung und die X-Z-Beschwörung, die ist vielleicht ein bisschen relevant, aber der Rest ist eher unrelevant, aber ich werde es euch trotzdem zeigen. Ja. Aber momentan seid ihr schon ziemlich fit, ein echtes Duell zu bestreiten. Also, los geht's. Das ist jetzt ein ziemlich reguläres Duell jetzt, was jetzt kommt. Bis auf, dass wir normalerweise mit 8000 Lebenspunkten starten. Alles klar, was haben wir denn so? Wir haben viele Effektmonster. Kuribo haben wir, Menschenfresser, Käfer. Wir werfen dann Ninja, Flipmonster. Biberkrieger, normales Monster. Und ein Ritualmonster, schwarz glänzender Soldat. So. Ja, ich fange jetzt langsam zum Nuscheln an. Ich nehme schon ein bisschen länger auf. Gut, ich glaube für den Anfang. Theoretisch könnten wir nichts spielen, ne? Wir haben ja Kuribo. Wir können dadurch ja einen Kampfschaden aus dem Weg gehen. Warum eigentlich nicht? Ich mache jetzt mal gar nichts. Ich meine. Ne, wenn wir Kampfschaden bekommen, haben wir Kuribo. Jetzt schmeißen wir dann einfach ab und der Kampfschaden ist weg. Na los, greift nicht an. Gut, dann schmeiße ich jetzt Kuribo ab, um den Kampfschaden auf 0 zu reduzieren. Ja, ein lustiger Start in ein lustiges Duell. Okay. Jetzt haben wir den Riesensteinsoldat gezogen. Der ist gut zum Verteidigen. Den setze ich jetzt auch. Dann spiele ich noch die permanente Zauberkarte. Das erhöht die Verteidigungskraft aller Monster auf unserer Spielfeldseite um 300. Das heißt, die Verteidigungspunkte unseres Steinsoldaten wären dann 2300, wenn es angegriffen werden würde. Und eine Phase. Die Flipmonster, die ich bei noch habe, hebe ich mir noch auf, um stärkere Monster zu zerstören. Schöne Kopfjägerin. Was jagst du denn? Köpfe oder was? Hey, ich hab deinen Kopf gejagt. Naja. 1600 Angriff ist nicht besonders furchteinflößend. Jetzt greife ich dir mein Monster an. Meins ist natürlich stärker in Sachen Punkte. 600 Punkte. Ist ordentlich. Ach nee, sie zerstört es einfach mit der Zauberkarte Spalt. Zerstört das offene Monster, das dein Gegner kontrolliert. Das die niedrigeren ATK hat. Bei Gleichstand darfst du eines wählen. Na gut, dann hast du mein Monster jetzt zerstört. Ist mir doch egal. Na gut, dann ziehe ich. Oh, die ist sehr gut. Damit können wir hindern, dass sie uns angreift. Diese Karte liegt für zwei Spielzüge deines Gegners offen auf dem Spielfeld. Monster können nicht angreifen. Zerstöre diese Karte während der zweiten Endphase deines Gegners, nachdem diese Karte aktiviert wurde. Eine normale Zauberkarte, die allerdings permanent auf dem Feld bleibt. Permanent ist relativ, denn es sind nur zwei Züge. Denn diese Karte sagt sich selber quasi, dass die für zwei Spielzüge auf dem Feld offen auf dem Spielfeld liegt. Dadurch wird die nicht sofort auf den Friedhof gelegt, sondern ist wie eine permanente Zauberkarte dauerhaft für diese zwei Züge auf dem Feld. Gut, ich spiele jetzt noch ein Flipmonster, mein erstes, Menschenfresser Käfer. Ich glaube, jetzt dann macht sie eine Tributbeschwörung und ruft einen weißen Drachen. Nein, sie macht nichts, okay. Alles klar. Dann sind wir auf der sicheren Seite jetzt. Fallgrube wird uns noch mehr Sicherheit geben. Aktiviere diese Karte nur, wenn dein Gegner ein Monster mit 1000 oder mehr ATK als Normal- oder Flip-Beschwörung beschwört. Zerstöre das Monster. Okay, das ist ordentlich. Ich setze jetzt an meinen bewaffneten Ninja verdeckt.
haben wir zwei Flipmonster auf dem Feld. Na los, mach eine Tributbeschwörung. Ruf einen weißen Drachen. Okay, sie will nicht. Warum nicht? Gut, dann eben nicht. Wenn du es nicht möchtest, dann kann man nichts machen. Gut, ruf der Gejagten. Mit dieser Karte können wir ein Monster vom Friedhof in die offene Angriffsposition beschwören. Da sollten wir jetzt kontrollieren, was wir alles auf dem Friedhof haben. Wir haben Kuribo und wir haben riesen Steinsoldaten, den könnten wir spielen. Allerdings müsste ich die Karte dann in der Endphase spielen, denn andernfalls wird der Steinsoldat zerstört von dem gegnerischen Angriff. Also diese Karte sollte ich vielleicht erst nach der Battlephase des Gegners spielen. Quatsch, die sollte ich nach der gegnerischen Battlephase spielen, damit er seinen Angriff nicht auf den Steinsoldaten machen kann. Gut, dann spiele ich jetzt dieses Monster, diese Karte verdeckt, und den Biberkrieger in die Verteidigungsposition, und wenn eins meiner Flip-Monster zerstört wird, wird ja der Flip-Effekt aktiviert. Jetzt hoffe ich, dass du eine Tributbeschwörung machst. Schwarzes Magiermädchen, mach eine, na los! Nicht so schüchtern, jetzt mach schon. Ja, Mainfire 1, jetzt mach deine Tributbeschwörung. Na los, Tributbeschwörung. Oder irgendwas Starkes. Na los, opfer ein Monster, am besten diese Kopfjägerin oder was weiß ich, wie die heißt. Sie überlegt noch. Soll ich mein Monster jetzt spielen? Nee, ich will besser nicht, ich trau mich nicht. Ich glaube, ich greife besser an. Sicher ist sicher. Ich habe ja 5 Karten auf der Hand. Scheiße, die macht es tatsächlich. Okay, sie greift meinen Biberkrieger an. Mein Biberkrieger hat eine erhöhte Verteidigung wegen dieser Karte hier. Mein Biberkrieger wird den Angriff überleben. Dank meiner schönen Zauberkarte. Schwarz, gelb glänzender Schild. Und sie greift mit ihrem Kopfjägerin mein Flipmonster Menschenfresserkäfer, müsste das glaube ich sein, an. Gut, ja, dann mach ich's eben. Halt, nein, ich mach's noch nicht. Erst in der Endphase, erst nachdem sie ihre Battlephase beendet hat. Denn wenn man jetzt ein weiteres Monster auf dem Feld liegt, dann kann sie nochmal entscheiden, welches Monster sie angreift. Deswegen rufe ich jetzt meinen Steinsoldaten noch nicht vom Friedhof. Gut, was ist der stärkere von ihr? Das hier natürlich. Okay. Gut, sie beendet ihren Zug. Jetzt aktiviere ich meine Falle in ihrer Endphase und rufe meinen Steinsoldaten. Ich werde ihn sofort in meinem Zug in die Verteidigungsposition setzen. Denn die Angriffskraft unseres Steinsoldaten sind nicht hoch. Alles klar, was haben wir denn hier? Kanonensoldat. Du kannst ein Monster als Tribut anbieten, um deinem Gegner 500 Schaden zuzufügen. Was 500 Schaden? Sind es Punkte an einem Monster oder Lebenspunkte? Das muss schon genauer beschrieben werden, Spiel. Naja. Gut, ich setze meine riesen Steinsoldaten in die Verteidigung. Jetzt haben wir eine ordentliche Verteidigung. Ich könnte jetzt an meinen bewaffneten Ninja flippen. Allerdings befürchte ich, ich könnte ihn jetzt flippen und dann mit Kanonsoldat abgeben und ihr 500 Punkte Schaden zufügen. Und dann könnte ich noch den Kanonsoldaten selber noch opfern. Da steht ja nicht, wie oft ich das machen kann. Ich kann es also beliebig oft machen. Dadurch würde ich ihr 1000 Punkte Schaden zufügen. Dadurch wäre mein Feld jedoch leerer. Sie hat 5 Karten auf der Hand. Sie kann also noch eine Menge machen. Schwierige Entscheidung jetzt. Ich glaube, ich mache gar nichts. Ich glaube, sie greift eh meine Flipmonster an. Halt, nein, hätte ich es gleich opfern können. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte es gleich opfern können. Weil sie hätte es jetzt sowieso zerstört.
Na los, spiel eine Zauberkarte, damit ich sie noch schnell zerstören kann. Okay, kleiner Fehler von mir. Kommt mal vor. Fehler gehören zu einem Yu-Gi-Oh! Spiel dazu. Sie spielt einen weiteren Kampfochsen. Soll ich oder soll ich nicht? Ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Fallgrube zu benutzen, aber die möchte ich mir ehrlich gesagt für stärkere Monster aufheben. Ne, komm, ich lasse den jetzt einfach. Ich zerstöre den jetzt nicht. Sie kommt sowieso nicht an meinen... Sie kommt sowieso nicht an meine Verteidigung vorbei. Ich meine, 2300 Angriff hat dieses Monster allein schon. Gut, der bewaffnete Ninja wurde zerstört und sein Flip-Effekt wird aktiviert. Ich wähle jetzt mal diese Karte. Ist das eine Zauberkarte? Nein, eine Falle. Fallgrube! Gemein! Gut, dann muss ich Monster als Kanonenfutter spielen. Damit wir, falls wir die Ritual-Zauberkarte Schwarzes Glanzritual ziehen, nicht unser Ritualmonster dann abgeben müssen. Genau, ich spiele jetzt den hier. Sie wird jetzt wahrscheinlich ihre Falle benutzen. Los, benutzt deine Falle! Benutzt deine Falle! Los! Dankeschön! Alles klar, wir haben jetzt Kanonenfutter abgegeben, um ihre Falle zu entfernen. Ich hätte noch den Effekt als Kette aktivieren können, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Aber ich habe es nicht gemacht. Egal. Aber Ketten sind ja jetzt eh noch nicht relevant. Die kommen erst danach. Nach diesem Kapitel. Gut, ein verdecktes Monster. Und eine verdeckte Karte. Hoffentlich nicht nochmal eine Fallgrube. Das wäre gemein. Soll ich nochmal Kanonenfutter abgeben? Plündernder Hauptmann vielleicht? Banner des Mutes. Banner des Mutes. Nee, wir haben nicht besonders. Nee, wir haben nicht die Angriffskraft dafür. Der Biberkrieg hat nur 1200 und der hat auch nur 1200. Ich glaube, ich passe jetzt an und mach nichts. Das kann aber auch sein, dass dieses Monster ein Flipmonster ist. Im schlimmsten Fall Menschenfresserkäfer. Denn dadurch würde sie wahrscheinlich dieses Monster zerstören. Gefährliche Situation. Aber wisst ihr was, ich mache jetzt nichts. Ich lasse mich jetzt überraschen. Kein Flipmonster, bitte. Ich mag keine Flipmonster. Sie hat auch ein Banner des Mutes. Ich glaube, sie hat dasselbe Deck wie wir, bloß in einer anderen Variation von Karten. Na los, flippe dein Monster! Ich wusste es. Scheiße, das ist Worst-Case-Szenario jetzt. Jetzt ist unser Schild weg, jetzt kann sie unseren Biberkrieger zerstören. Denn jetzt ist die Verteidigungskraft unseres Monsters schwächer. Na gut, zerstör meinen Biberkrieger. Ich warte eh auf ein starkes Monster. Schwarzglanzritual vielleicht. Oder auf eine starke Zauberkarte. Blitzeinschlag wäre auch cool. Zerstöre alle offenen Monster deines Gegners. Wirf eine Handkarte ab. Ja, unser Biberkrieg ist jetzt schwächer. Was? Banner des Mutes erhöht ja auch noch ihre ATK. Oh. Aber egal, unser Monster hat immer noch mehr Verteidigungspunkte, aber es wird langsam kritisch. Ihr Monster hat jetzt 1900 ATK und unser Monster hat 2000 Verteidigungspunkte. Gebieterischer Ritter. Interessant.
Die hier erhöht ja die Angriffskraft aller Kriegermonster um 400. Das Monster hätte dann 1600. Plus das Banner des Mutes 1800. Während deiner Battle-Phase, okay, die Karte aktiviert sich nicht. Das heißt, ich kann jetzt ihren Kampfochsen und dieses Monster hier klein machen. Und zwar mit folgender Kombination: Ich spiele den hier. Der Effekt dieser Karte erlaubt mir, ein weiteres Monster der Stufe 1 bis 4 vom Typ Krieger spezial zu beschwören. Oder muss es Typ Krieger sein? Nein, eigentlich nicht, ne? Nur Stufe 1 bis 4 von deiner Hand. Und dieses Monster hat Stufe 4, also könnte ich dieses Monster spezial beschwören. Dann spiele ich Banner des Mutes, erhöhe die ATK unserer Monster noch weiter. Genauso mache ich das jetzt. Ich hoffe jedoch, dass sie keine fiesen Fallen jetzt hat. Aber es scheint fast so, als hätte sie welche. Ja, doch nicht. Gut, jetzt kommt Banner des Mutes. Keine magische Störung, gut. Okay, unsere Monster sind jetzt stärker. Wir haben auch noch diese Karte hier als zusätzliche Option. Ich werde jetzt dann mit diesem Monster das zerstören und mit diesem Monster das Monster. Die ATK sind momentan gleich, aber sobald wir die Battle-Phase aktivieren, erhöhen sich die Angriffskraft unserer Monster noch um weitere 200. Und ihr seht es, es kriegt unser Monster weitere Angriffspunkte durch diese Karte hier. Und wir können den Kopfjäger zerstören oder die Kopfjägerin, was auch immer. Na komm, keine Angriff annullieren, fallen Karte. Nein, schrumpfen! Aber wir haben Glück, denn sie hat. Denn sie hätte damit unser stärkeres Monster damit ausschalten können. Gut, dass sie es beim Schwächeren macht. Das macht die Sache nur halb so schlimm. Das war ein fieser Schnellzauber, den sie jetzt gemacht hat. Alles klar, dann zerstöre ich jetzt mit dieser Karte den Kampfochsen. Nicht nochmal eine Schrumpfenkarte. Danke. Okay, wir haben eine Bedrohung von ihr ausgeschaltet. Im nächsten Zug hat sie einen ATK von 1800. Ja, und unser Angriff ist dann wieder schwächer. Denn dann ist ja unsere Battlephase nicht mehr da, aber sie hat dann ihre Battlephase. Sie kann also im nächsten Zug mit diesem Monster hier zerstören. Sie setzt auch noch ihren bewaffneten Ninja. Was? Oh nein, Tributbeschwörung. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Drachenfluch, okay, ist nicht so schlimm. An ihrer Stelle hätte ich mir ihr Drachenfluch für eine Fusionsbeschwörung aufgehoben. Aber sie spielt ihn gleich. Okay, das ist gut. Jetzt kann ich meine Fallgrube benutzen. Und ihren Drachenfluch auf den Friedhof legen. Keine Falle! Keine Falle! Gut. Mich beunruhigt es immer, wenn sie während meines... Nein! Ruf der Gejagten! Jetzt kann sie ihren Drachenfluch nochmal berufen. Oh, das ist böse. Aber sie kommt ja... Nein, Quatsch, sie kommt an meiner Verteidigung vorbei. Oh, sie hat ja diese Karte hier. Eieiei. Bös, bös. Ah, ja. Da mein Monster zerstört wurde, wird auch die Falle hier zerstört. Jetzt sieht es schlecht für uns aus. So schnell kann sich das Blatt wenden. Super, ausgerechnet jetzt, wo wir keine Monster haben, die wir abgeben können, ziehen wir diese hier. Verdammt. Ach, das haben wir verloren. Die Angriffskraft von ihr sind über 3400. Das haben wir verloren, also ich werde jetzt aufgeben. Jedoch werde ich das Duell nicht nochmal machen. Weil ich glaube, ihr habt jetzt da schon gesehen, wie ein richtiges Duell aussieht.
Also viel Taktiererei in Yu-Gi-Oh! Und ja, wenn ihr weitere normale Duelle sehen wollt, dann schaut einfach mein Let's Play an, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ja, ich werde dieses Duell jetzt per Cheats jetzt einfach mal machen, weil ich jetzt keine Lust drauf habe, mich da ewig daran zu befassen. Gut, in dem Sinne schauen wir uns im nächsten Part jetzt die Ketten an, dann schauen wir uns ein Match-Duell an und spezielle Karten, dann werden wir uns die Synchro-Beschwörung anschauen, dann noch was Unnötiges. Ich wollte es eigentlich jetzt nicht machen, aber für Spiele vielleicht, wenn ihr mal ein 5D-Spiel spielen wollt, dann wäre das vielleicht doch vom Vorteil, wenn ihr Turbo-Duelle kennt. Dann noch eine Tech-Regelart und dann noch ein letztes kleines Duell zum Abschluss. Das ist aber dann wirklich so lange gespielt dann, bis ich es geschafft habe. Hoffentlich verzweifle ich nicht daran, aber gut. Gut, bis dahin. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir uns die Ketten anschauen. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Enkel B. Ciao.